Ja, und hi, meine Hübschen, herzlich willkommen hier bei Tainted Grail. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle an den Entwickler von, beziehungsweise an die Entwickler von Awakened Realms, die mir das Spiel hier netterweise zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze ist ein Prä-Alpha-Bild. Das Spiel wird voraussichtlich 2020, also nächstes Jahr, rauskommen. Ich habe es auf Steam gefunden, so zufälligerweise, beziehungsweise nicht mal auf Steam, sondern auf Facebook wurde mir das Spiel vorgeschlagen und hat mich dann zu Steam weitergelinkt. Ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, wow, das sieht verdammt gut aus. Schreiben wir mal den Entwickler an. Und ja, jetzt nach den Feiertagen gab es endlich eine Antwort und ich möchte euch das Spiel nicht vorenthalten. Ich selbst habe noch nicht reingeschaut, also wir werden jetzt einfach mal schauen, was uns hier in der Prä-Alpha-Phase erwartet. Nochmal an die Leute, die immer gerne meckern, deutsche Mentalität, denkt dran, es ist ein sehr, sehr, sehr frühes Stadium vom Spiel. So, wir drücken mal auf Start. Hey there, we hope you're excited to check out our and early version of our game. And trust us, we are probably even more excited because we finally get to share it with you all. But before we let you do that, we need to stress out a few important things. This is an Alpha. Das, was ich gerade gesagt habe. Discord-Server gibt es natürlich auch. Aber den Link haue ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein zur Steam-Seite, sodass ihr euch da einfach mal durchklicken könnt für die, die das wollen. Ihr könnt es euch natürlich selbst alle durchlesen für die, die wollen. And also another important thing, since if you are playing this, you are probably a backer of our Kickstarter-Campaign for the board game. Thanks for support, by the way. Also, es gibt anscheinend auch ein Boardgame, also ein Brettspiel dazu. You will not spoil the board game for yourself while playing this demo. Please note, this is not a simple board game conversion. Okay, wir skippen das einfach mal, wir springen einfach rein. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich bin kurz still. Its barren fields provide little food, and its crumbling walls offer no protection. As the power of the Guardian Men here fails, the weirdness creeps ever closer. Twisting places, creatures, and even space itself. Despite this, the people of the Farmhold refuse to leave. Instead, Lord Yvain led four of their best on a desperate mission to Camelot. They promised to bring back help. They never returned. Now those left behind are growing desperate. They will try to bestow the burden of their fate on someone else. New heroes, with an even slimmer chance of success. Alter, was? Das Spiel ist Prä-Alpha und hat schon eine Synchronisierung? What the fuck? Always remember that any choices you make, big or small, might impact the world around you. Das klingt schon mal sehr, sehr cool. Wir lassen ihn mal laden. Ladezeit bis jetzt, also gerade war sie recht schnell. Auch hier jetzt gerade kann man nicht meckern. Also ohne Witz. If you leave a fight with many or strong and keyword negative effects, they might mold into more server and long-lasting debuffs. Okay, das Ganze übrigens ein RPG, Hack-and-Slay-RPG. Ihr könnt sie auswählen zwischen Beor oder Ali, a local smith, known for short temper and incredible strength. He does his best to conceal a unhealable wound in his side that he received under mysterious circumstances. Oder Ali, Ali, Mensch. An outcast whose entire family perished in the wilderness. She makes a modest living, supplying healing herbs and roots to the locals. Wir nehmen natürlich hier den guten Beor, keine Ahnung wer ist, und schaut mal, was das Ganze bringt. The bitterness of your ale, a good match for the bitterness of your thoughts. They found you insufficient. They left you behind like the broken tool. Oh no. The wound in your side suddenly throbs, and you punch it in response, pain and rage overwhelming you for a moment. Only then you notice one of the farmhold's guardians standing in front of you, his mouth agape. What now? Raise your fist. You want some of the medicine too? Oder einfach ignorieren. What now? Was jetzt? I am sorry, but it's your turn to lay an offering.
New Crest. The God's Forsaken Offering, it was not your turn today, and even if it were, you know the truth. The Mania's protection won't last. Oblivion stretches its cold hand towards Kurnacht farmhold after claiming many other parts of Avalon. Let the weirdness come and take this damned place. Begone, I'm not in a mood to help anyone. What offering? You must have read the ledger wrong. It's not my turn. Da, komm. Ich will ins Spiel, verdammt! The face of the Guardian hardens. Master Effer made a better man of you. Time passes, he rounds throbs away, as if something was trying to rip free and join the running clouds of weirdness outside. Sitting here any longer would be a torture. Finish your drink. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Welcome to Tented Grad's pre-alpha. Since it's an early version, please forgive us for interrupting your game in order to explain some things. Ist immer nett, ich mag Tutorials eigentlich ganz gerne, außer sie sind sehr monoton. Im Hintergrund seht ihr übrigens schon mal so ein bisschen die Grafik, sieht schon mal sehr geil aus. Werden wir aber gleich noch mehr zu sehen. These things on the button part of the screen are your quick slots. You can drag and drop items from a character inventory to this bar and they will be easier to select. Really useful with weird candles. Weird candle? Wild oder weird? Schätze ich mal, ne? Schände ich mal. Ich schände gerne, schände oft, ich schände gerne, unverhofft. You can press Alt on the keyboard to highlight all nearby locations. Ah, cool. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Useful when you are not sure you have visited every location or picked up every treasure on your map. There's a lot of stuff happening here. These four icons on the top are shortcuts to certain things. Your quest log, your character sheet, your inventory und resting functionality. Then you have two skills you can use on the map and your character, portrait and info. Tip, double click on the portrait to get to your character panel. Okay, klicken wir mal weg. Das ist die Grafik jetzt. Fand ich persönlich so schon mal sehr, sehr, sehr schick, muss ich sagen. So können wir uns auch ranzoomen. Kamera drehen kann man nicht, soweit ich das sehe. Aber wir können sie bewegen. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir mal hin. Kannst du den erschlagen? Den doofen Hund? Oh, oh, oh. Wir sind in einem Kampf. Okay, das Kampfsystem habe ich jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Was müssen wir machen? Each skill has its cost. Apart from that, each skill has two effects. Ah, okay. Also jetzt so eine Art Kartenspiel. Sehe ich das richtig? Each charge feeds the rune, providing a passive boost. Upon reaching maximum value, a rune can be used to deliver its ultimate. Boah, Alter. Da hab ich mich erschrocken. Kam Cola-Deckel hier entgegen. Keine Ahnung, wo der herkam. What the fuck? Puh, okay. Komm, das kriege ich auch so hin. Ja, Ende vom Tutorial. Wir gucken mal, was können wir machen. 3 bis 5 Damage, reset all but blue charges. Wie viel Leben hat der? 50 wahrscheinlich, schätze ich mal. 4 bis 6. Komm, hau mal drauf da jetzt. Komm, hier 10 Armor. 10 Armor, komm. So, zack, Nummer 1. Die direkt nochmal hinterher. Und das war's. 0 von 3. Okay, jetzt müssen wir einmal den Turn beenden. Und wir sind wieder dran. So, warte mal. Wir haben 3 von 3 Energie. Wo steht die? Ach, da. Nee. Next cut is red. It costs one less. Ach, da. Also eine Energie kostet. Eine Energie. Soweit ich das richtig verstehe. Wir probieren das jetzt aber mal. 2 und dann sollten wir eigentlich noch... 2 von 3 immer noch? Ach so, weil es eine rote Karte war. Gerade stand ja auf der Karte. Wenn wir sie aktivieren, kostet die nächste rote Karte 1 Energie weniger. 1 Mana. Ich sage immer mal Mana. Das ist umgangssprachlich besser, wie ich finde. So, und dann... Boah, jetzt hier aber BAM! 11 HP hat da noch über und wir könnten jetzt uns hier tatsächlich noch mal... if next card is blue, draw one card. Oh, guck mal, wir haben da zufällig eine blaue Karte. Aber komm, ey, das 20 Damage, gib ihm. Tot ist er. Okay, end turn. Haben wir Food bekommen. Claimen wir natürlich. Und dann laufen wir mal weiter. Können wir mit WASD? Nee, da können wir nicht. Warte mal. Pfeiltasten gehen auch nicht. Okay, müssen wir tatsächlich hier mit der Maus das Ganze manövrieren. Ist aber nicht schlimm, wie ich finde. Komm, lauf da mal lang. Müssen wir hier erst lang? So, und jetzt hier runter, ne? Aber mit W konnten wir... Warte mal, W. S ist das hier. Okay. Drunk. Affliction. Also, es ist tatsächlich eine Art Kartenspiel. Habe ich so nicht gesehen. Okay, der nächste Fight startet.
Next Card, 15% Crit-Chance. Probieren wir mal. Pass auf, wir hauen die mal rein. Und die dazu. Ja, gab kein Crit-Schaden. Wir haben auch noch einen Mana über. Boah. Das ist eine 10 hier. Ich habe gerade erst gegessen. Remove allen, also alle negativen Status-Effekte. Wenn die nächste Karte blau ist, bekommen wir 10% Leben. Okay, kostet aber 2 Energie in dem Fall. Cost one less. Okay. Ne, brauchen wir. Dann würde ich mal sagen, beenden wir den Zug. So, auf ein neues. Auf jeden Fall sehr schnelles System, wie ich finde. Also das, was mich persönlich an solchen Kartenspielen, ne, sei es Hearthstone, Magic oder whatever, immer sehr, sehr, ja, jetzt nicht nervt, doch ein bisschen stört, ist, dass man echt lang immer teilweise warten muss. Es zieht sich immer so ein bisschen, ne? Und hier geht das echt sehr schnell von der Hand. Da die Karten aber auch sehr simpel gehalten sind, muss ich dazu gestehen, ne? So, 10 bis 17 Damage, hau mal rein da. Zwei Mana haben wir über 10 Armor hätten wir hier. Blue Heal. Okay, Heal ist natürlich super. Oh! Komm, jetzt brauchen wir noch eine Damage-Karte und dann ist das Ding gelutscht. Komm, hier. Bitteschön. So, jetzt hauen wir die nochmal rein. Dann war es das mit dem guten Wolf. Und hier haben wir wieder etwas Essen bekommen. Okay, warte mal, was haben wir hier? Ein Inn. Gucken wir mal rein. Thornwood Travelers came through Kuamacht in Riggs. The inn is far from Cried. With meat hall open only for certain occasions. It is the inn in that lets people drink away their daily horrors. Jetzt können wir hier ausruhen für Waren, also handeln oder verlassen. Wir gucken mal, was wir handeln können. Was haben wir denn hier? Ein Peacemaker. Ja, guck mal, wie er aussieht. Das ist natürlich Hammer. Also ein Friedensmacher hätten wir hier, aber lassen wir mal ganz kurz. Inventar, wie viel Damage haben wir mit dem netten Humpen? Steht hier gar nicht so speziell, wie viel Damage der bringt. Das ist schade. 7 bis 12, 8 bis 13 gebufft. Okay. Pass auf, warte mal, hier haben wir noch einen Marktplatz. Da gehen wir mal ganz kurz hin. So, nach Waren fragen. 550, wie viel hatten wir denn jetzt? 0. Oh. Okay, das hat sich gerade erledigt. The key to abandoned home. Okay, wo ist denn unser Zuhause? Das war der Marktplatz. Marktplatz. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist ja das Priestercamp. Da gehen wir mal ganz kurz hin. The red clothes tent in Kuanach belongs to the red priest. Not many are brave enough to actually speak to members of this reclusive order that dates back all the way to the homelands. The fact that the law of the land lets red priests size anyone on suspicion of sickness probably has something to do with this reluctance. Don't be afraid, child. We're here to help. Inside the tent, some men and women sit in the thick cloud of choking incense, say to chase away the plague. Weiß nicht, was auf Englisch ausspricht. Pledge. Spreading miasmas. Was heißt das? Who are you people? Okay, wir skippen das mal ein bisschen. So. Okay, ja, ja, ja. Okay, danke, tschüss. Ja, genau, lief mal. Das sind alle. Die haben alle die Pest, verdammt. Geh da nicht so nah ran, das steckt an. So, hier haben wir die Meat Hall. Können wir leaven. Okay, super. Hier haben wir ein Home. Home? Was haben wir denn für ein Home? Open the door. You got letter from Ervir. Okay, you got Runbroke Hilt of Greyblade und Airfuse Rusted Chestplate. Okay, können wir vielleicht ausrüsten? Wir gucken mal. Equip? Das sieht doch gut aus. Warte mal, welches ist denn besser? 5 Armor? Ja, definitiv besser als das, was wir haben. Das können wir nicht benutzen. Hier hätten wir noch ein Brieflein. Bear, you were always a good lad and a great help. I would have closed the forge long ago, if not for the strength of your arms and your resolve. Now I feel I owe you the truth. The sages, sagas of old are true. Okay, das könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn ihr das Spiel zocken wollt. Jetzt haben wir noch ein... nice, ein nettes Waffelchen. Das nehmen wir natürlich direkt mal mit. Dann gehen wir einmal hier zum, Marktplatz. Okay, das war nicht der Marktplatz, das war der Marktplatz. So, ask for rest. Dann können wir hier ein bisschen was verkaufen, würde ich sagen. Warte mal, ja, so, komm. Das mit weg damit. Bringt uns 27. Ja, gut.
Besser als nichts, würde ich sagen. Bringt uns jetzt noch nicht unbedingt so viel weiter, aber immerhin etwas. Da ist nichts, da ist nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Da ist jetzt auch nichts weiter. Northeastern, was stand da? Ach, das Gate, okay. You approach a pile of stone that used to be gatehouse. Among the rubble, a group of men sits around the campfire. You assume they are guards stationed here to watch over the main road to Kuernacht. Thor must seem to have seen too many renters. What of you? Rebuild the northern gate. Natürlich, wir bauen auf. Können wir nicht. Okay, danke, tschüss. Accept the battle. Natürlich, wir trinken mal eine Runde mit. Muss man natürlich machen. In guter Gesellschaft ist das nicht so verkehrt. Wir brauchen TNT, wie ich das sehe. Wo kommen wir denn hier an TNT, verdammt? Gehen wir mal da zum Hochsitz. Was war das hier? Oh, was machst du da? Okay, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Es wird schon seinen Grund gehabt haben. Jetzt lauf dahin, Junge. Who are you? Geht dir gar nichts an. Can I buy some food from you? Tell me more about hunting out there. So the rest of soldiers are still somewhere out there. Climb the tower. Genau, sag mal Hallo da oben. Okay, wir werden rausgeschickt. Ist in Ordnung, wo geht's weiter? Oh, da haben wir noch ein Observatorium. Da würde ich sagen, gehen wir mal hin. Etwas schneller, mein Holder Herr. So, dann gehen wir mal ein bisschen ran. Oh, super. Climb the tower. Ist hier irgendwas? Nein, okay. Ich glaube, uns tut das nicht so gut hier drinnen. Wir sollten da rausgehen. Ich glaube, wir kriegen hier richtig fett auf den D. Jetzt gehen wir raus da, genau. Warte mal, Town Management ist not a... Oh, also später gibt es Town Management. Das ist natürlich sehr geil. Quests. Main Quests. Someone was hit by cannons and with the daily offering at its garnered feet. It's time to lay one today in hope that this small sacrifice will push back the witness a bit. Side Quests. Okay. Ich würde sie gerne anklicken. Kann ich aber nicht. Okay. Wo müssen wir lang? Warte mal. Hier? Aber das ist wahrscheinlich auch wieder dieses Üble, ne? Da werden wir nicht weiterkommen. Verkauft denn im Marktplatz jemand Dynamit? Nee. Meat. Dynamit. Key to Ufrin's Forge. Lass den mal kaufen. Warte mal. Nee, du sollst schon handeln, mein Freund. Halt, stopp. Handeln. Handle! Okay. Dann gehen wir nochmal hier zum Inn. Vielleicht können wir da noch eine Runde handeln. So. Aber verdammt nochmal, die haben keinen Schlüssel. Das ist schade. 25% plus Damage. Das ist natürlich richtig geil. Aber, ey, ist ein bisschen teuer. Können wir nicht kaufen. Ist schade. Tschüss, ne? Aber wir können uns mal ausruhen. Rent the bed and room. Comfortable rest. Oder ask to sleep near the fire. Medium rest. Komm. Nimm's dir. Kostet 12. Gönn dir. So. Man muss sich auch einfach mal ausruhen, ne? Man muss sich ja einfach mal was gönnen hier. Hat man ja sonst nicht gemacht. Oh, hier haben wir einen Brunnen. Oh, haben wir 10. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Was für ein Zeichen? Weiß man nicht. Okay. Dann sind wir zum Marktplatz. Ich brauche den Schlüssel, verdammt. Ich muss in die Bude rein. So. Travel map. This is your teleport to your city safe and sound. Stone, candle, battle horn, Arcantum, fishing net. Okay. Also eigentlich schon coole Sachen dabei. Warte mal, gehen wir nochmal ganz kurz hoch zu dem Haus. War das denn? War auch hier oder nicht? Da können wir nicht mehr anklicken, okay. Ach, guck mal, hier waren wir noch gar nicht dran. Ja, Mann, was ist das denn? Lass mal gucken. So. Da passiert was. Tired old thing is the only protection from pure weirdness outside a farmhold sends shivers up your spine.
Okay. Schön düster, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Look for sacrifice. Burn animal remains. Ja, da haben wir sogar ein bisschen was von. Wir haben 10 EP erhalten. Und ein Doc Kekes, keine Ahnung, was das ist, verloren. Neues Objekt, neue Quest, super. You just earned a new level. You can click C on your keyboard or double click your character portrait in order to buy some new skills. Machen wir C. Oh, oh, cool. Exploration. Was bringt mir das? Noch gar nichts. Okay, Skills. Momentum. Ach, das sind die Karten. Okay. Skillpunkt. Ach so. Ach, guck mal da. Okay. Da könnten wir jetzt hier machen. Increase Max Red Charges. Crit Chance. Cripple Chance. Oder hier. Receive one arm. On each hit received in combat. Plus 1 Armor. Das ist natürlich sehr geil. Resistance to not rock and alpha. Schade. Aber das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Nehmen wir das mal mit rein. Sehr schön. Well rested. Okay, wir sind schön ausgeruht. Das freut mich zu hören. Das ist die Quest. Okay. Click to select news. Achso, das hat man. Oh, warte mal. Halt, stopp. Ein neues Kärtchen haben wir hier bekommen. If next card is blue, gain 5 armor for the remainder of battle. Next Cut kostet 0 Mana. Alter. Das ist eine geile Karte. Ganz ehrlich, nehmen wir mit. Die ist doch so gut wie eingesteckt, mein Freund. So, können wir noch irgendwas Schönes machen? Nein, nur leaven. Okay, was sagt denn unsere Quest? Quest. Decide together in the Meat Hall. You're waiting for you to join them. Okay, in die Meat Hall müssen wir rein. Einmal schnell rumgelaufen. So, the moods in the Meat Hall are sour. Okay, skippen wir mal. Speak. Guck mal. Hey, ja, Mai. Ja, später. Ich freue mich auf eine deutsche Version vom Spiel. Hoffe, da kommt eine. Nod your head and listen. Okay, wir skippen das einfach mal ein bisschen. Schnelldurchgang hier. Finde ich sehr cool gemacht. Also für eine Pre-Alpha fühlt sich das unglaublich gut an. Muss ich echt sagen. You may also ask someone who knows a thing or two about objects infused with magic. Your people speak about a witch in the woods to the west. Maybe she knows what could help our stone. There's of all, before the purchase, it was druids who took care of Manhir, the one Yivane cares out from the city may still be alive. Okay. Jetzt haben wir noch eine neue Quest. Wir gucken mal ganz kurz rein. Find either the witch or the druid and ask them for help with the man here. Okay. Wo werden wir die finden? Warte mal. Gehen wir ins rote Priestercamp. Vielleicht finden wir da was Schönes. Okay, da ist nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch der Brunnen. Können wir nochmal reingucken. Oh, wir haben wieder 10. Was ist das? Keine Ahnung. 10 Füße gefunden. Oh. Im Innen könnte man nochmal nachfragen. Hallo, ist jemand? Rest, ask for wares. Irgendwas Neues hier. Naja, eine Torch könnten wir uns holen, aber lassen wir mal. Eine Fackel brauchen wir jetzt nicht. Da fackeln wir nicht lang. Da waren wir noch nicht. Gucke mal. Schauen wir uns mal an, was da auf uns wartet. Da ist schon ein Wolf. Try to talk to him. Shut up and drink this. It should help with the pain. Guck mal, schon redet er mit uns. So muss das sein. You are from Camelot. Then tell me how many towers are there on its outside wall. So, natürlich helfen wir da gerne, mein Freund. Da kenne ich nix. Can I buy it? More? Ja, komm. Erzähle ihm. Can I buy some food? Climb the Tower. So, nochmal Hallo sagen da oben. Ist keiner da. Okay, weiter geht's. Komm weiter zurück. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man nur einmal klickt und er dann läuft. Man bricht das immer sehr gerne ab. So, können wir hier schon was machen? Nee, ne? Müssen wir wahrscheinlich noch wegsprengen. Fehlt aber noch Dynamit hier.
Denk mal, es soll Dynamit sein. Gehen wir ganz stark von aus. Okay, da war jetzt nichts weiter. Da ist nichts. Observatorium könnten wir nochmal hingehen. Gatekeeper. Priestercamp. Da ist jetzt nichts weiter. Zum Marktplatz. Wir können mal probieren, zum Marktplatz zu gehen. Jetzt lauft einfach hin. Zieh dich nicht so, lauf einfach. Himmel, Arsch und Zwirn. So, können wir noch irgendwas Schönes kaufen hier? Travel Map brauchen wir nicht. Aber wir sind auch wieder sehr knapp bei Kasse hier, muss ich sagen. Und noch den Brief, Buß. Okay, Meat Hall. Können wir noch irgendwas machen? Nein. Ach, guck mal, da. Da waren wir noch nicht. Das sieht doch gut aus. The door of the Earth's home is smashed open. Many of his belongings lie scattered around the entrance. Pressed into the mud by multiple bootprints. Okay, das bringt uns nicht weiter. Sehr schade. Gucken wir hier nochmal in der Meat Hall. Okay, da will auch keiner mit uns sprechen. Gehen wir nochmal ins Observatorium. Climb the Tower. Nix hier. Okay, aber wieder zurück schnell. Geh zurück. Du sollst zurückgehen und du stirbst da drinnen. Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Quest. Watchman of the Glory is a room guarding many here, but its protection is wanting. Oblivion sketches that Cold Hand towards the farm hold. Okay. The farm hold. Aber das Priestercamp, was ist das denn hier? Kommen wir da lang? Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir da durch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Da! Jetzt sag ich, wir kommen da durch. Das ist ja unglaublich. Okay. Next card is red, generate. Ja, komm, hau die mal rein. Können wir nicht. Okay, dann nicht. Armor, Damage, da. Achso, wir müssen auswählen, zu wen wahrscheinlich, ne? So. Nimm mal den. Dankeschön. Der nächste blau ist, das könnte man tatsächlich probieren. Warte mal, machen wir die dahin? Die kostet 2, scheiße. Die aber nur 1. So. Dann wechseln wir einmal. Okay, neues Blatt, super. If next is not red. Also eine blaue Karte müssen wir benutzen. Ein blaues Kärtchen, das wäre ganz toll. Ein blaues Kärtchen. So, und ein Mana haben wir noch über. Das kostet 1, das kostet 3. It's not red, draw one card. Okay. Dann müssen wir noch ein blaues setzen. Das machen wir. Und zack. Er ist fast tot. Haben wir die Runde beenden. So, draw one card. Blue, draw one card. Okay, wir haben keine blaue. Irgendwas mit 10 Damage. Oh, das ist ein bisschen heavy. Ach komm, egal, drauf da. Oh, Nummer 1. Nummer 2. Haben wir noch eine Karte? Hier ist noch einer. Ja. Bitte schön. Okay, jetzt müssen wir aber einmal wechseln. Und dann werden wir ihn nochmal schnell erledigen. Boah, nice. Sehr, sehr nice. Okay. Sehr schön. Und wieder nur Essen bekommen, ja. Kann doch nicht wahr sein. Also wir kommen hier tatsächlich durch, liebe Leute. Die Frage ist, wollen wir das? Wer bist du? Oh. Okay, wir können tatsächlich einfach durchlaufen. 90 Leben hat der Bub. Probieren wir mal. Haben wir eine hohe Karte hier? Alle Low-Karten. Ach nee, ach, schon gut. Der hat jetzt die Mana-Punkte auf 0 gesetzt, aufgrund der Karte jetzt. Pass auf, dann hauen wir mal die mit rein. Und next card is red. Die hinterher. Und die dazu. Boah, haben wir jetzt eine schöne Serie gehabt. Ihr habt da das gemerkt. Wunderschön. So. Okay, und den Damage da mal mit hinterher. Is blue, it costs one less. Okay, dann hauen die mal mit rein. So. Okay, dann reicht das eigentlich.
So. Ist nicht schlimm. Und da hat's ihn gleich gerissen. So, guck mal hier. Bitteschön. Stirb auch. So, was hat er... Oh, eine Fackel hat er uns gegeben. Super. Wofür auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Ach, okay, ach, da können wir was aufbauen. Das habe ich verstanden. In Ordnung. Okay. Boah, schon eine halbe Stunde. Meine Fresse, Leute. So viel wollte ich gar nicht jetzt eigentlich aufnehmen. Aber ich denke, das hat euch auf jeden Fall einen kleinen Einblick ins Spiel gegeben. Also ohne Witz, das Spiel ist eine Pre-Alpha. Pre-Alpha, Alpha, Pre-Beta, Beta-Release. So, das ist normalerweise die Reihenfolge. Okay, Pre-Beta gibt es nicht unbedingt, aber Close-Beta, Open-Beta wäre in dem Fall das Richtige. Aber es fühlt sich verdammt geil an. Also es macht echt Bock, muss ich sagen. Auch wenn die Spiele mit so Kartenprinzipen eigentlich, oder Kartenprinzip, so, Kartenprinzip nicht unbedingt immer mag, also ist nicht unbedingt immer meine Sache, muss gut gemacht sein, aber hier fühlt es sich sehr, sehr gut an. Also ist ein schönes alternatives Kampfsystem. Grafisch muss ich echt sagen, haut richtig was her, also schön düster, durchdacht. Ich persönlich freue mich natürlich, ich hoffe, es kommt eine deutsche Sprachübersetzung, ich würde mich drüber freuen. Und wie gesagt, den Link haue ich euch unten in die Beschreibung rein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer ein Daumen nach oben und Kudos an die Entwickler. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Auch hier den Link in der Beschreibung. Wir sehen uns. Gehabt euch wohl. Ciao, meine Hübschen.